Christian Tingler von Weiche Deutschland. Sie haben heute vor allem über die emotionale Wirkung von Kino gesprochen, mhm, innerhalb der Werbung, auch auf die Einwirkung im Sinne des vorbereiteten Kaufentscheides. Richtig. Unter anderem. Sie haben auch einen Dreiklang mitgebracht in diesem Zusammenhang, mhm, und zwar Kino als Raum für emotionale Wirkung, Kino mit jedem effektiven TKP und Kino gehört in jeden Mediamix. Klar, dass Sie das natürlich sagen von Weicher. Zum ersten Punkt, Kino als Raum für emotionale Wirkung. Sie haben dazu ja auch eine Studie durchgeführt. Also die Besonderheit des Mediums Kino hat uns schon länger natürlich interessiert, weil das auch unsere Daseinsberechtigung quasi ist. Und wir haben eine Studie durchgeführt mit einem renommierten Kölner Institut und haben uns mal die besondere Wirkung des Mediums aufs Publikum angeschaut. Also was macht quasi das Medium mit dem Publikum, sobald es das Foyer betritt, und welche Konsequenzen hat das auch für die Wirkung von Werbung, die ja natürlich auch im Kino gezeigt werden kann. Okay. Dann das Zweite war natürlich der Kino mit effektivem TKP. Genau, in dem Zusammenhang ein kleiner Gedankenexkurs, den wir dann gerne machen, ist, dass wir die Ergebnisse, die wir aus diesen und ähnlichen Studien gewinnen, wo wir in der Regel ja rausbekommen, dass Kino eine besondere Wirkintensität hat, was ja auch unmittelbar plausibel ist, dass wir das gerne verwenden, um den Media-Einkaufspreis damit zu relativieren, weil wir häufig das Gegenargument hören, ja, wir wissen, dass Kino gutes Kino ist, aber auch teuer. Und dann sagen wir, ja, man kann es auch umdrehen. Kino ist vielleicht auf dem Listenpreis nicht das günstigste Medium, aber man kriegt unvergleichlich viel Effekt auch mit diesem Medium und deswegen kann man das damit relativieren und dann sieht der Listenpreis auch wieder anders aus. Und das nennen wir den effektiven TKP, weil wir dann quasi den Preis mit der Wirkung der Werbung relativieren. Einfacher Gedanke, interessante Konsequenzen. Kino gehört in jeden Mediamix. Das ist dann quasi die Konsequenz der ersten beiden Punkte, also der emotionalen Wirkung und eben der Effektivität. Genau, also das ist natürlich naheliegend, dass wir das sagen. Wir sagen das aber tatsächlich auch, wir sind von unserem Medium überzeugt, aber es ist auch eine planerische Binsenweisheit, ja, dass multimediale Kontakte immer mehr bringen als monomediale Kontakte. Und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, mit Kino nochmal einen sehr effektiven Wirkverstärker raufzusetzen, der zum Beispiel auch schwierig erreichbare Zielgruppen gut erreicht, die man über das lineare TV zum Beispiel nicht mehr so gut kriegt, dann kann man sich doch aus Kundensicht eigentlich nicht mehr mehr wünschen, als das so zu machen und so durchzusetzen. Abschließend Ihr Wunsch an die kreative Industrie, wie sollten gute Kinospots ausgestaltet sein? Gute Kinospots nutzen insbesondere halt die Möglichkeiten, die das Medium bietet. Die sind sehr vielfältig, man kann halt sehr emotional argumentieren, man kann aber auch mit leisen Kreationen arbeiten, die ein bisschen es einfach verlangen, dass das Publikum bei der Stange bleibt. Auch dafür haben wir gute Beispiele. Mein Rat an die Kreativen ist eigentlich nur, macht gute, handwerklich saubere Kreationen, was ja in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch passiert. Dann ist das auch mit Kino kein Problem, denn mittlerweile sind die Mehrzahl der Kreationen, die im Kino zu sehen sind, sind eigentlich eher TV-Spots. Aber die funktionieren im Kino auch gut, wenn sie gut gemacht sind, also den üblichen Kriterien entsprechend. Gerne auch Langformate, auch das funktioniert im Kino gut, wenn man sich das mal gönnen will. Aber grundsätzlich alles, was auf der Leinwand funktioniert oder was auf dem Fernseher funktioniert, funktioniert auch auf der Leinwand. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.